Barbara! Du gibst deine Party. Ja? Du gibst deine Party. Setz dir die Kopfhörer auf und begebe dich doch bitte mit dem Rücken zum Publikum. Barbara gibt deine Party, weiß aber nicht, wer kommt. Ihr seid die Gäste und zwar kommt ihr in der Reihenfolge, wie ich euch jetzt die Rollen zuteile, werde ich euch hereinklingeln. Als erster kommt Tetje. Du bist die vergesslichste Stewardess der Welt. Dann kommt Oliver. Du hast eine Brille auf, mit der man alle anderen nackt sieht. Will man das? Ja, genau. Endlich. Und dann kommt, ich will besonders gern, Mirko, du hast einen Magneten verschluckt. Ja, schon wieder. Simpel! Ist das, was wir täglich hinter der Bühne mit dir erleben? Ja, ja, ja. Ich hallo, bin's. Hallo, ich sehe deinen Schatten. Ach, du siehst meinen Schatten. Ja. Das sind immer nur meine kleinen Baby-Dinosaurier-Stampfer, die du schon spürst und so. Nein, also Barbara, du gibst eine Party. Aber wer kommt denn heute? Weiß man's? Ja. Ich bin gespannt. Ach, gleich geht's los. Gleich kommt der erste Gast. Ja, ich bin sehr gespannt. Hallo? Hallo. 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 Herzlich willkommen auf dieser Party. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, wunderbar. Kann ich Ihnen vielleicht was zu lesen anbieten? Einen Sternenspiegel oder ein... Fokus ist heute neu. Fokus, sicherlich. Okay, ja, gerne. Zu den Toiletten geht es... Immer den Leuchtstreifen nach. Immer den Leucht... Das ist hier nicht ganz richtig. Unsere Toilette ist einfach hinten rechts. Kann ich... Hinten, links, links? Rechts. Einen Moment, ich bin gleich zurück. Wenn Sie sich vielleicht schon etwas Kaffee nehmen wollen oder ja, Tee. Vielen Dank. Es gibt auch Orangensaft. Hallo. Hallo, Barbara. Hallo. Boah, leck mich doch am Arsch. Ja? 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 Bist du sicher? Okay. Möchten Sie vielleicht auch was trinken? Vielleicht einen Karottensaft? Das Muster. Kleine Raketen. Und was heißt das? Ich bin gleich zurück. Hallo? Hallo. Komm mal. Das ist ja riesig. Geile Party. Entschuldigung. Was ist denn? Was ist denn? Nichts, alles gut. Jetzt ist wieder alles gut. Danke. Schon gut. Okay. Das ist nicht erlaubt. Das muss ich Ihnen leider abnehmen. Ja, du kannst auch wieder loslassen. Moment. Also. Entschuldigung, meine Brille ist beschlagen. Ja. Rauchen ist leider nicht gestattet. Tetje ist eine Stewardess oder ein Steward, der aber vergesslich ist, weil er hat ja vorne... Ja, ja, ja! Tetje ist deine Stewardess. Da gab es den schönen Hinweis von Oliver mit dem... Ja, deswegen. Es war ein weibliches Geschlechtsorgan. War das. Er mag nur große Geschlechtsorgane. Oder? Er mag große Rundungen. Und deswegen hat er wahnsinnige Panik und Angst davor, wenn er jemandem ansieht, dass da was Kleines dahinter ist. Oh! Ah, du hast eine Vergrößerungsbrille. Nee, du hast... Ja, das kann man gelten lassen. Und ich behalte dich,
scheißegal, was du bist. Ja, bleib hier. Er ist magnetisch oder Körper wirken anziehend auf dich. Du wirst ständig von anderen Körpern angezogen. Eigentlich stimmt das alles. Du hast einen Magnet verschluckt. Aber er ist ein Magnet geworden. Ja. Natürlich.